Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zu dem Raid der Schwur des Schülers oder auch bekannt als der Hexenköniginnen Raid. Wir schauen uns hier die allererste Phase an, ist nicht eine wahnsinnig schwierige Phase, aber wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch, dass es auch wirklich zu jeder Etappe einen Guide gibt. Nun, hier, wenn ihr startet, könnt ihr direkt ein Phantom von Savatun töten und wenn das weg ist, dann öffnet sich hier eine Tür. Je nachdem, wie hoch das Power-Level ist, geht das relativ schnell, wie man sieht. Dann müsst ihr mit dem Sparrow ein Stückchen fahren. Wir machen hier mal doppelten Boost. In dem Guide schauen wir uns Folgendes an, wie die einzelnen Abschnitte funktionieren, beziehungsweise was die Mechanik ist, die sich ständig wiederholt. Eben ist nicht wahnsinnig schwierig. Dann gibt es hier noch eine Truhe, eine versteckte Truhe, die man öffnen kann. Da ist aber wichtig zu sagen, die kann man oder sollte man nur öffnen, wenn man schon Loot gekriegt hat im Raid. Und die zwei Sachen schauen wir uns an. Ganz kurz zu der versteckten Truhe. Um die zu öffnen, müsst ihr diese Objekte hier abschießen. Davon gibt es drei Stück. Wir schauen uns alle an, wo die sind, damit die Tür aufgeht, um eben diese versteckte Truhe zu kriegen. Nun, wenn ihr hier in diesem Abschnitt seid, dann seht ihr, ihr habt hier dieses Fahrzeug, wo man drauf springen kann. Das hat einen Kreis. Dieser Kreis schützt euch vor der Dunkelheit. Das heißt, wenn ihr außerhalb seid in diesem Bereich, dann kriegt ihr den Dunkelheitsbuff. Und wenn ihr dann wieder zurückgeht zu dem Fahrzeug, dann wird das wieder zurückgesetzt und ihr seht wieder mehr. Zudem tauchen Feinde auf, die muss man einfach töten und dann gibt es verschiedene Objekte, die ich jetzt hier im ersten Bereich nicht aufgesammelt habe, weil das meine Teammates gemacht haben, zeige ich nachher noch ein bisschen genauer. Es gibt diese Objekte, die ihr ja, finden müsst, suchen müsst, aufnehmen müsst, dann kriegt ihr einen Buff, müsst das zum Fahrzeug zurückbringen und wenn ihr genug von diesen Buffs zum Fahrzeug gebracht habt, dann bewegt sich das Fahrzeug und ihr könnt zum nächsten Abschnitt kommen. Das machen wir auch kurz in schnellerer Geschwindigkeit. Um das hier noch zu zeigen, bei der zweiten Stelle oder hier, wo das Fahrzeug das allererste Mal hält, wäre dann auch eben schon das erste Objekt, wo ihr drauf schießen könnt. Das hatte ich ja vorhin schon gezeigt, um eins der drei Objekte ja, zu aktivieren, um die versteckte Truhe zu kriegen. Nun, hier wieder das Gleiche, das wird sich auch durchziehen. Ihr tötet einfach Feinde, ihr müsst diese Objekte finden, beziehungsweise hier drüber laufen, über diese, ja, Items nenne ich es jetzt mal, ihr kriegt dann einen Buff, davon könnt ihr übrigens drei sammeln, dann könnt ihr sie abgeben, ihr könnt auch nur eine sammeln und abgeben. Das heißt, ihr nehmt die auf, bringt die zum Fahrzeug hin und wenn ihr alle eingesammelt habt, dann fährt das Fahrzeug wieder zum nächsten Abschnitt. Das ist im Prinzip die ganze Phase, das heißt einfach Feinde töten, aufsammeln, weiterfahren, Feinde töten, aufsammeln, weiterfahren und das eben zum Fahrzeug hinbringen. So, hier machen wir nochmal einen kurzen Übergang, weil man fährt halt einfach ein Stückchen, damit das Video nicht allzu lange wird. Bei der zweiten Stelle, wo das Fahrzeug hält, könnt ihr hier weiter nach hinten bei diesen Säulen und da seht ihr auch schon, okay, das ist das zweite Objekt, das wir abknallen müssen, um die Tür zu öffnen für die versteckte Truhe. Nun dann, man sieht's, Feinde töten, die Objekte wieder aufsammeln, zum Fahrzeug bringen und weiter geht's. Die Passagen, wo das Fahrzeug von der einen Stelle zur anderen fährt, die überspringen wir hier mal ganz kurz. Muss man ja nicht alles zeigen. So, wenn wir dann bei der dritten Stelle sind, wo das Fahrzeug hält, haben wir auch das dritte Objekt, das wir da zerstören müssen, um die Truhe zu finden, um die Tür zu öffnen. Und beim vierten Mal können wir dann in dieses Gebiet rein, um diese Truhe zu holen. Das ist hier bei dieser Brücke, da fahren wir dann später mit dem Fahrzeug auch noch drüber. Ihr könnt hier drüber springen und auf der Seite gibt es eine Öffnung, wo man rein kann, um das Ding zu zerstören. Nun, wenn ihr das gemacht habt, und dann heißt es wieder Feinde töten, Sachen aufsammeln, zum Fahrzeug bringen und weiterfahren. Hier noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt übrigens die Truhe auch solo holen, das heißt ihr habt auch die Möglichkeit einfach in das Gebiet zu gehen, mit dem Sparrow kurz durchzucruisen, die Sachen abzuknallen und das dürfte reichen, um dann am Ende auch die Truhe zu öffnen. Denn wenn ihr in dem Gebiet sterbt, man hat es vorhin gesehen, man kann einfach wieder spawnen. So. Hier gerade an der vierten Stelle, wo das Fahrzeug hält, haben wir dann diese Tür. Man sieht es relativ gut, es ist ein etwas weißeres Gebiet, also von der Umgebung her, wie es gebaut ist. Und dann könnt ihr in dieses Gebiet hier rein oder diese Tür ist dann offen, könnt hier dann in diesen Raum rein und könnt das öffnen. Hier nochmal der Hinweis, ihr müsst im Raid schon mal Waffen oder Rüstungen gedroppt gekriegt haben, dass ihr aus der Truhe was rauskriegt. Wenn ihr zum Beispiel eine Waffe schon mal gedroppt gekriegt habt, dann wird da auch diese Waffe wieder in dem Lootpool von dieser Truhe sein, denn die Kiste kann euch nur das geben, was ihr schon mal gekriegt habt. Sie kann euch nicht Loot geben, den ihr noch nie gekriegt habt.
Deswegen, wenn ihr das allererste Mal hier seid, empfehle ich tatsächlich, die Truhe nach dem Raid solo schnell aufzumachen, weil wahnsinnig schwierig ist es nicht. Gut, am Ende müsst ihr eigentlich nach der Phase 4, wo das Fahrzeug ein viertes Mal hält, müsst ihr dann weiterfahren, noch ein letztes Mal verteidigen und dann seht ihr, könnt ihr hier rein und habt diesen Abschnitt geschafft. Loot gibt es am Ende nicht, aber es wird trotzdem als Phase gezählt, eben die Phase 1. Die einzelnen Abschnitte und was es hier für Geheimnisse gibt, da mache ich separat dann noch ein Video dazu. Das war nur eine kurze und knappe Erklärung, wie die erste Phase funktioniert und wie man eben an diese Truhe rankommt. Diese versteckte Truhe. Den nächsten Abschnitt, den hier, schauen wir uns im nächsten Guide dann an. Alles klar, wenn der Guide euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Guide fandet. Bisschen Feedback da lassen ist immer gut, unterstützt mich als YouTuber und Streamer natürlich immens. Und wenn ihr das noch nicht wisst, ich streame auch regelmäßig auf Twitch, schaut da auch gerne mal vorbei. Alles klar, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.